wenn ich mir das Ergebnis ansehe, dann guck erstmal auf unser Ergebnis. Ich bin froh, dass wir zugelegt haben. Rund 2,5% zugelegt. Wir hatten letztes Mal schon ein vergleichsweise gutes Ergebnis. Da haben wir gegen den Landestrend hinzugewonnen. Das ist schön. Das zeigt, dass unsere Arbeit positiv wahrgenommen worden ist. Und ich habe auch noch Hoffnung. Letztes Mal haben wir noch zugelegt im Vergleich zu den Trendstimmen bei den Kumulierten und Panaschierten. Also ich habe, wenn da noch ein klein bisschen was oben drauf kommt, dann wäre ich wirklich mit unserem Ergebnis sehr zufrieden. Sie haben ja jetzt auch einen Blick auf ganz Hessen, Sie haben ja Kontakte. Haben Sie schon was gehört, wie es mit der FDP in Hessen in der Kommunalwahl aussieht? Also ich habe ein paar E-Mails bekommen, da ist landesweit gewinnen wir leicht hinzu. Auch unser Kreisergebnis, da waren wir letztes Mal bei 3,1% und jetzt stehen wir um die 5. Das wäre wirklich ganz wichtig. Wir haben in den letzten 10 Jahren so ein Ergebnis hier im Kreis nicht erzielen können. Wäre ein schönes Zeichen auch für die Arbeit der vergangenen Jahre und auch ganz wichtig für meine Partei, dass man auch mal ein schönes Erfolgserlebnis feiern kann. Ja, Rückblick auf den Wahlkampf, was war für Sie überraschend oder was war so das Thema, wo Sie gemerkt haben, das kommt an oder das bewegt die Menschen? Also ich glaube, was mir wichtig war oder was ich gemerkt habe, ist, dass wir Themen hatten. Die Menschen wollten gerne nicht über Allgemeines sprechen, sondern über ganz konkrete Dinge. Das war natürlich hier in Wetzlar die Frage des Schwimmbads, war die Frage Stadthaus am Dom, das war die Frage auch Windkraft in Blasbach, zumindest für die Menschen, die dort wohnen. Aber um ganz konkrete Themen, und da wollten die Menschen Antworten haben. Natürlich war es auch bundespolitische Themen, also alles rund um die Flüchtlingskrise. Das zeigt sich ja auch in dem Wahlergebnis, also in diesem Teil, den ich sehr bedauerlich finde, wenn ich aufs NPD-Ergebnis schaue. Also wie immer hat man einen Bundestrend, der das Ganze überlagert. Sehen Sie auch im Ergebnis der Grünen, die so deutlich runterkommen, weil die letztes Mal das Fukushima-Ergebnis hatten. Aber ich glaube, was wichtig ist, neben so einem allgemeinen Bundestrend, dass man wirklich lokale Themen anbietet. Und danach bin ich auch an den Ständen gefragt worden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Antworten den Bürgern gibt. Also aktuell 39 von 42 Wahlbezirken ausgezählt und Trend, das heißt absolut noch kein Ergebnis daliegend. Wir gehen im Moment davon aus, dass ca. 50% über diesen Trend jetzt dargelegt sind. Das heißt also, da wird noch einiges passieren an Bewegungen. Und nach dem, was wir alle so aus den Wahlbezirken, aus den Wahlvorständen bisher gehört haben, wird das auch so sein, dass die demokratischen Kräfte dadurch profitieren. Das heißt also, Kumulieren und Panaschieren war für den rechten Flügel NPD, Stadt oder auch AfD im Kreis keine Option. Da wurden, wenn dann, nur Listen gewählt im überwiegenden Teil. Das macht uns also zuversichtlich, dass CDU, SPD, Freie Wähler, Grüne, FDP da deutlich noch zulegen können, was eben auch für die demokratische Zusammensetzung gerade hier des Stadtparlaments entscheidend sein wird. Diese 9,7% jetzt derzeit der NPD, das ist also eine Listenwahl. Man wählt also keine Personen, sondern wie schätzen Sie trotzdem diese Listenwahl ein? Also der aktuelle Trend ist tatsächlich nur die Listenwahl. Da sind keine einzelnen Personen direkt gewählt. Trotzdem sind natürlich 9,7, fast 10% erschreckend, dramatisch, für Wetzlar historisch. Also das ist tatsächlich, ja, erschreckend. Jetzt rückblickend auf Ihren persönlichen Wahlkampf. Haben Sie was gemerkt, was die Leute bewegt, Überraschungen, wo Sie gemerkt haben, hier, das motiviert mich jetzt auch auf die Zukunft hin? Also Motivationen waren wenige zu spüren, die jetzt Optimismus irgendwie ausgedrückt hätten. Es waren wenige Stimmen, die in diesen Teil NPD vor allen Dingen gegangen sind. Deshalb überrascht mich das tatsächlich. Natürlich, und das ist an Wahlkampfständen oder bei Wahlkampfveranstaltungen immer so, dass man auch mit Kritik zu tun hat der aktuellen Politik. Bedauerlicherweise überschattet die Bundespolitik, Überschrift Flüchtlinge, natürlich auch die Kommunalwahl, obgleich wir hier in Wetzlar da nur ganz, ganz wenig dran teilhaben und auch bewegen können. Also wir sind für die Unterbringung der Flüchtlinge sicherlich zuständig als Lahn-Dill-Kreis oder auch als Stadt Wetzlar. Allerdings können wir da politisch nichts bewegen und trotzdem wird das hier, ist meine Vermutung, durch das Wahlergebnis ein bisschen dokumentiert. Also jetzt bezogen auf die CDU, es sieht nach Verlusten aus, aber da haben Sie da eine Prognose? Also da bin ich besonders optimistisch, weil ich die ganzen kumulierten und panaschierten Stimmzettel zumindest für einzelne Wahlbezirke gesehen habe. Und da kommt das zum Tragen, was ich eingangs gesagt habe. Viele haben CDU gewählt und kumuliert und panaschiert. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass wir mindestens das Ergebnis von 2011 wiederbekommen, vielleicht sogar ein Stück drauflegen können.
sind 39 von 32 Wahlbezirken sind erfasst, heißt es da. Die Grünen stehen bei 9,7. Wie deuten Sie das vorläufige, nee, ist kein Endergebnis, sondern den vorläufigen Trend, ja, wie deuten Sie das? Ja, also ich denke, der wird sich ungefähr so verfestigen. Natürlich müssen wir auf die Einzelergebnisse warten, kumulieren, panaschieren. Da werden wir, denke ich, noch einige Stimmen dazu gewinnen, weil die Grünen Wähler auch in der Vergangenheit oft einzelne Personen gewählt haben. Sehr negativ ist natürlich, dass wir kaum weniger Stimmen als die AfD haben im Kreis. Sehr, sehr negativ. Und ja, auch die NPD stärker geworden ist in der Stadt. Von daher hoffen wir, dass sich da auch noch was tut im Endergebnis. Gab es Überraschungen, auch was Sie jetzt motiviert in Zukunft, wohin Sie, in welche Richtung Sie arbeiten werden politisch? Überraschungen gab es eigentlich weniger. Schwierig war natürlich immer mit der Frage umzugehen, Bundespolitik, Landespolitik und dann hier auf der Kommunalebene. Wie bringt man das zusammen oder auch nicht zusammen? Ganz oft wurde hier das Wahlsystem angesprochen. Das verstehen viele Wähler auch noch nicht. Da müsste man auf jeden Fall noch nacharbeiten, wie das eigentlich funktioniert, wie panachiere ich, wie kumuliere ich. Aber sonst gab es keine richtigen Überraschungen. Natürlich war Flüchtlinge ein großes Thema, auch hier in Wetzlar. Wie steht der Ort dazu? Wie positionieren wir uns dazu? Ansonsten gab es aber ganz kunterbunt. Biologische Vielfalt war auch ein Thema, aber jetzt nichts ganz Neues. Ja, nochmal zur NPD. Gibt es da eine Erklärung? War das zu erwarten? Ich habe so nicht erwartet. Ich habe befürchtet, dass sie an Stimmen dazugewinnen werden. Aber so stark habe ich es nicht erwartet und auch nicht befürchtet. Ich habe auch nicht direkt die Erklärung, aber natürlich viele, die es am Stand gesagt haben, die haben gesagt, sie wählen aus Protest, sie sind mit den alten Parteien völlig unzufrieden und jemand soll das jetzt was Neues machen und es auch besser machen. Wie kann man jetzt so ein Ergebnis um die Zeit in der Kommunalwahl deuten? Also ich bin da hochvorsichtig mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das ist jetzt für mich, glaube ich, die dritte Wahl, wo es um Trendmeldungen geht und am nächsten Tag soll man dann heute schon sagen, wie es ausgeht. Ich glaube nicht, dass das wirklich klug ist, sich dort festzulegen, weil sehr viel noch kumuliert und panaschiert wurde. Ich war vorhin für ungefähr eine Stunde in zwei unterschiedlichen Wahlvorständen, Briefwahlvorstände allerdings, die sind dann auch nochmal sehr speziell. Aber im Grunde muss ich bestätigen, da ist noch ziemlich viel Bewegung, glaube ich, drin oder mindestens muss man damit rechnen. Und Erfahrungsschatz vom letzten Mal aus der FWG-Sicht. Wir haben das letzte Mal, waren wir sicher, 6 Sitze und der letzte Wahlbezirk wurde ausgezählt und dann hatten wir noch 5. Die FDP hatte das letzte Mal bis dahin 4 und hatte dann 5. Und das sind nur wenige Stimmen gewesen, die dann auch einen Ausschlag geben. Und in der Verhältnismäßigkeit auch das mal anzureißen, wir haben im Moment gemeinsam mit den Grünen nach den aktuellen Zahlen mit 39 Wahlbezirken, die ausgezählt sind, Trendmeldung, das andere fehlt ja alles noch, 6 Sitze, also jeder von uns hat 6 Sitze und da liegen etwa 1700 Stimmen Unterschied dazwischen, zwischen Grün und uns. Und da sieht man dran, das können, weiß ich, eine Handvoll Stimmen mehr sein und schon verändert sich da was. Also ich denke, für heute Abend bin ich froh, was Kontinuität bezogen auf die Stadt angeht, dass wir die Chance haben, diese Kontinuität fortzuführen mit etwas weniger Sitzen in der Koalition. Aber wir müssen bis morgen warten. Ja, mit den Freien Wählern ist man nicht so direkt bekannt, gerade auch für Jugendliche. Man kennt so gerade noch so die Parteien, aber bei den Freien Wählern, wenn Sie vielleicht noch mal kurz auf den Wahlkampf, was waren so die Themen, die hier in Wetzlar so bei den Leuten am Stand besprochen wurden? Ja, ich denke, es liegt im Wesentlichen daran, dass natürlich auch der Hauptamtliche der Freien Wähler für die Stadtentwicklung zuständig ist, für die Wirtschaftsförderung. Viele Themen, die gerade in den letzten Jahren diesbezüglich angepackt worden sind und auch mein Gesicht nicht ganz unbekannt ist in der Stadt, berührt natürlich dann auch diese Themen, allerdings auch stadtteilorientiert, je nachdem. Da gibt es mal hier eine Straße und dort geht es dann um irgendein spezielles Thema, wo
ja, infrastrukturell was brennt oder beschäftigt. Und darüber hinaus haben die Freien Wähler in den letzten Jahren ja im Grunde genommen im Wesentlichen im Hintergrund gearbeitet und Einfluss genommen. Wirtschaftsförderung ist immer das Thema gewesen für uns und das wird dann oft von anderen auch abgearbeitet. Natürlich am Ende entscheidet immer die Stadtverordnetenversammlung oder die städtischen Gremien, Freien Wähler wahrzunehmen. Das ist insoweit tatsächlich, haben Sie recht, ein bisschen schwierig, aber ich denke, uns ist es gelungen, dass man zumindest wahrgenommen hat, wir sind da. Und wenn ich mir angucke, im Vergleich zum letzten Mal, haben wir ja auch nach der Trendmeldung von heute zumindest das Dokument dafür, dass wir wahrgenommen werden. Wo es jetzt doch ein bisschen hier im Raum ein bisschen stiller wurde, auch wenn es nur eine Trendmeldung ist, aber sie ist schon fast historisch. Der braune Block, jetzt 9,6%. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ja, also grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass man sowas nicht negieren kann. Das muss man einfach wahrnehmen, dass die Menschen zurzeit beschäftigt sind mit Themen, die vielleicht viele Jahre, Jahrzehnte kein Thema waren. Ich bin der Auffassung, da muss man offensiv mit umgehen, mit Aufklärung. Mache allerdings auch die Erfahrung, dass Ideologen schwierig von irgendwas zu überzeugen sind. Aber umso mehr muss man das annehmen in der Weise, als dass wir nicht das akzeptieren, sondern indem wir das bearbeiten mit ordentlicher Kommunikationsstruktur. Also mir ist es ganz wichtig, da nicht irgendwie wegzugucken oder mich abzudrehen, sondern zu sagen, na bitte, dann erklär doch mal, wie wird denn das jetzt gelöst? Und wenn wir uns mal AfD oder NBT angucken, sie haben im Vorfeld, was Landtage und auch Bundesebene angeht, ja ganz klar die Position, eine Regierungsverantwortung wollen wir keine. Das ist einfach. Destruktiv zu leben, das mag den einen oder anderen erfüllen, mich nicht. Und insoweit ist nicht mein Thema. Ja, ein Trend ist erkennbar und ich bin schon erschrocken über das gute Abschneiden der NPD mit fast dem Trend zumindest nach 10% der Stimmen. Das ist schon sehr deutlich. Wir selbst als SPD sind zum Glück stärkste Kraft geblieben, aber wir haben ja auch nachgelassen. Insofern kann man sagen, wir sind vielleicht mit dem blauen Auge davon gekommen. Wenn sich das Trendergebnis bestätigt, dann wird es für die Koalition mit FWG und Grünen weiter reichen. Das wäre zumindest noch in dem bitteren Nachgeschmack des einen noch wenigstens ein Ergebnis, was positiv nach vorne blicken ließe. Immer unter dem Vorbehalt, dass es so bleibt. Ich sage mal rückblickend auf den Wahlkampf. Was war da? War das überraschend? War es ein sehr nahe Wahlkampf an den Leuten? Hat man viel gehört oder eher distanziert? Was waren so die Themen? Also der Wahlkampf selbst oder die Stimmung, das war sehr vielfältig und sehr vielschichtig. Also von großer Zustimmung bis großer Ablehnung hat man eigentlich auch alles spüren können. Das war vielleicht noch ein bisschen stärker aufgefächert, als das in früheren Wahlkämpfen war. Wo es sehr schwierig war, mit durchzudringen, ist einfach die Frage, auf welcher Ebene werden welche Grundlinien entschieden. Das hat man gemerkt, dass das nicht überall so verhaftet war und deshalb möglicherweise auch das Wahlkreuzchen bei der NPD gemacht wurde, obwohl die NPD ja mit ihrem Kernthema auf kommunaler Ebene überhaupt nichts bewegen kann. Dass viele von der SPD auch in die AfD wandern werden. Aber das kann man eigentlich jetzt nicht beobachten, oder? Auf den ersten Blick. Ich glaube, das hat eine ganz komplexe Wählerwanderung gegeben. Das wär meine Interpretation. Also ich könnte mir vorstellen, dass durchaus welche beispielsweise von den Grünen dann ihr Kreuzchen bei der SPD gemacht haben und dass der eine oder andere Stammwähler der SPD doch enttäuscht zu einer anderen Partei abgewandert ist. Das ist zumindest denkbar, weil ein direkter Weg von den Grünen zur NPD, der wäre schon sehr weit. Müssen Parteien sich ändern aufgrund dieses Ergebnisses? Also wir haben als SPD zumindest immer versucht, auch die jungen Leute direkt anzusprechen. Das gelingt natürlich am leichtesten dann, wenn die das machen, auch jung sind. Und da haben wir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr eigentlich sehr großes Glück gehabt, dass doch viele den Weg auch wieder zu uns gefunden haben, aber noch nicht ausreichend. Also entsprechend dem Altersanteil an der Gesamtbevölkerung könnten durchaus noch ein paar mehr Jugendliche und junge Erwachsene bei uns mitmachen. Und das wird unsere Aufgabe sein, dass wir das noch stärker forcieren, als wir das in der Vergangenheit versucht haben. Eben kam hier jemand rein und hat gesagt, wisst ihr überhaupt, was passiert ist? Faschismus ist jetzt hier sozusagen salonfähig oder ist im Parlament angekommen. Ist das den meisten klar oder ist das eher, also es sind ja jetzt 5 Jahre, glaube ich, oder? 5 Jahre wird diese Partei hier auch das Bild prägen. Ist man da drauf vorbereitet?
darauf kann man sich kaum vorbereiten, weil man eigentlich mit sehr überraschenden Themen von den Rechtsradikalen konfrontiert wird. Das hat man ja als Erfahrung auf der Kreisebene gemacht, die man überhaupt nicht antizipieren kann in irgendeiner Form. Also ich glaube schon, dass die NPD Fundamentalopposition machen wird, dass sie versuchen wird, ihre Themen, die überhaupt nicht in die kommunale Lebenswirklichkeit passen, dort zu platzieren und versucht weiter damit zu punkten. Zur Frage, wie ist Rechtsradikalismus oder Rechtsextremismus jetzt hier verwurzelt? Also da ist schon, glaube ich, einen gewissen Bodensatz hat man immer. Den wird man auch nie wegbekommen, selbst in sogenannten guten Zeiten. Und jetzt hat man gemerkt, auch natürlich durch, glaube ich, schon sehr schwierig einzuschätzende und nicht besonders gute Äußerungen von Leuten wie beispielsweise Seehofer, dass das teilweise bis Mitte in die Gesellschaft gewandert ist und dass sich das entsprechend auch in Wahlentscheidungen ausgewirkt hat. Ich habe ja von Ihnen ziemlich deutliche Worte gehört, bezogen auf Flüchtlinge. Hat man das auch ein bisschen vermisst von anderen Parteien, dass die deutlich Stellung nehmen, zum Beispiel auch zu Frau Merkel, auch von der eigenen Partei? Ja, das hat mir gefehlt. An der einen oder anderen Stelle, wobei ich fairerweise sagen muss, die Vertreter der örtlichen CDU haben das deutlicher getan, als das vielleicht auf Kreisebene auch der Fall war. Wo ich sehr enttäuscht darüber war, war so der Versuch der FDP in den letzten Wochen noch so ein bisschen umzuschwenken und auch so den demokratischen Konsens der Parteien ein bisschen zu verlassen und dann auch, was ja die FDP hier vor Ort gemacht hat, zu versuchen, das Ganze noch der Frau Merkel irgendwo anzulasten, in völliger Verkenntnis der Situation, wie sie entstanden ist. Also die Frau Merkel hat hier niemanden eingeladen und auch niemanden gerufen, sondern die hat vor der schwierigen Situation gestanden, entweder die Leute im Dreck und im Regen stehen zu lassen, im Sommer, im August, im September vor den Grenzen oder zu sagen, wir zeigen Nächstenliebe und Menschlichkeit und lassen dann die Leute eben doch durch. Auch wenn es vielleicht irgendwelchen Verträgen nicht widerspricht, aber es hat zumindest ein Zeichen für Menschlichkeit gesetzt und das hat auch leider die FDP hier im Wahlkampf zum Schluss vermissen lassen.